In Deutschland gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch bei der Bahn, jetzt die 3G-Regel. Alle müssen geimpft, genesen oder getestet sein und das nachweisen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt zum allerersten Mal in Deutschland über 400. Auch am Arbeitsplatz gilt 3G. Der Gewerkschafter hätte sich eine Impfpflicht für alle gewünscht. Auf jeden Fall Kritik an der Politik, dass man hier nicht den Mut hat, die allgemeine Impfpflicht einzuführen, sondern das jetzt versucht, durch die Hintertür entsprechend über die Betriebe einzustielen. Ja. In Bayern müssen in Landkreisen mit Inzidenzen über 1000 jetzt auch Hotels und Restaurants schließen. Im Bundesland mit der niedrigsten Impfquote in Sachsen sorgt die 2G-Regel dafür, dass sich jetzt mehr Menschen boostern oder zum ersten Mal impfen lassen. Ich war erst skeptisch und ich dachte, wer weiß, was richtig ist, habe ich Abstand genommen. Aber jetzt sehe ich ein, dass es nötig ist. Und nun habe ich mich durchgerungen. Tatsächlich, dass ich wieder feiern gehen kann, ein bisschen mehr Freiheiten habe. Also ich bin in meinem Freundeskreis so ziemlich der Einzige. Also viele gehen da nicht impfen, einfach weil die denken, der Impfstoff wäre nicht gut erforscht. Auf vielen Intensivstationen sind alle Betten belegt und schwer Erkrankte müssen kilometerweit transportiert werden. Intensivmediziner Uwe Janssens verweist auf ein weiteres Problem, das mit den jungen Patienten. Wichtiger Unterschied zum letzten Jahr, dadurch, dass wir zunehmend mehr Jüngere auf den Intensivstationen zu liegen haben, ist die Liegedauer, die Behandlungsdauer auch deutlich länger und blockiert uns dann tatsächlich über einen ganz langen Zeitraum die Intensivbetten, die uns dann auch nicht zur Versorgung von anderen Patienten zur Verfügung stehen.